Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video und heute zeige ich euch, wie man einen coolen Aufzug baut, der super einfach ist und auch sehr günstig an den Ressourcen. Und ja, den seht ihr hier. Wir machen hier Gebrauch von Magma-Blöcken und von Soul-Sand-Blöcken, die sorgen nämlich für Auftrieb bzw. Abtrieb. Oder ich weiß nicht, ob man das Abtrieb nennt, aber auf jeden Fall geht es da nach unten. Ich zeige ihn euch einmal. Also hier ist jetzt mal der Weg nach oben. Ziemlich schnell. Und wenn ihr dann wieder runter wollt, geht ihr hier rein. Das erkennt ihr immer an den Blasen, die hier nach unten gehen, wenn es nach unten geht, und hier nach oben sprudeln. Und der ist, wie gesagt, ziemlich einfach nachzubauen und den kann man eigentlich schon direkt am ersten Minecraft-Tag nachbauen. Und wie das funktioniert, zeige ich euch hier einmal. Das erste, was ihr machen müsst, sind erstmal zwei Löcher, die möglichst breit sind. Das könnt ihr natürlich theoretisch auch noch größer machen, aber wie gesagt, das ist jetzt die einfache Variante quasi. Und dann müsst ihr vor den Eingang entweder eine Tür stellen oder in meinem Fall mache ich jetzt hier Schilder hin. Da muss man die Tür nämlich nicht immer aufmachen. Die sorgen nämlich dafür, dass das Wasser nicht rauskommt. Das wäre nämlich ein bisschen blöd, dann würde man ja alles überfluten. Und das nächste, was wir machen, ist auf der einen Seite einen Soulsand-Block, da geht es dann nach oben. Auf die andere Seite einen Magma-Block, da geht es nach unten. Und was ihr jetzt macht, ist Wasser. Und zwar gibt es da allerdings eine kleine Problematik. Wenn ihr nämlich einfach nur eine Wasserquelle quasi ganz nach oben macht, dann ist zwar überall Wasser, aber der Soulsand-Block, wie ihr seht, funktioniert nicht. Also wenn ich mich da jetzt reinstelle, werde ich nicht nach oben geschossen. Und zwar liegt das an der Wassermechanik. Und zwar gibt es ja, wenn ich das hier einmal zeigen kann, es gibt eine Wasserquelle, das ist diese hier. Und dann gibt es quasi fließendes Wasser. Und hier ist es jetzt quasi der Fall, dass ganz oben zwar eine Wasserquelle ist, aber alles andere, alle anderen Blöcke sind keine richtigen Wasserquellen quasi und das müssen wir ändern. Und zwar gibt es ja zum einen die Möglichkeit, dass wir da einen Kelp-Block hinsetzen, das sind diese Seetang-Dinger, die es im Ozean gibt. Und wenn ich den da jetzt hinstelle und den wachsen lasse, dann sorgt er dafür, dass alle Blöcke, wo er eben drinnen steht und quasi hochwächst, zu einer Quelle werden. Und das würde normalerweise lange dauern, ich habe jetzt hier den Tick-Speed natürlich ein bisschen erhöht, deswegen geht das ein bisschen schneller. So. Und jetzt sind das alles Wasserquellblöcke quasi. Wenn ich da jetzt hier ein Soulsand hinstelle, dann seht ihr, dass es funktioniert. Wundervoll. Allerdings, wie gesagt, dauert das normalerweise im Spiel sehr lange, bis so eine Seetangpflanze wächst. Also entweder farmt die direkt ganz viel und spammt das dann dahin. Oder die andere Möglichkeit wäre, dass ihr einfach Wasser, ganz viele Wassereimer nehmt und dann einfach überall einen einzelnen Wassereimer hinsetzt. Und ja, bis ganz nach oben und dann funktioniert das auch. Und das war eigentlich das ganze Tutorial zu diesem wundervollen Aufzug. Wie gesagt, der ist super einfach nachzubauen und funktioniert ziemlich gut. Ich kann ihn euch noch einmal zeigen hier. Zack, ist man oben. Und zack, ist man unten. Und wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt, dann schreibt doch einfach mal Hashtag Aufzug in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch, dass das Video gefallen hat natürlich. Wünsche ich euch einen schönen Tag und hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.